Seit Jahren drängt die Wirtschaftskammer und fordert die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Und unisono mit der Wirtschaftskammer ist aus dem Ruf nach Arbeitszeitflexibilisierung ein Generalthema geworden. Dass die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter nicht mehr die Nachtruhe einhalten können, aufgrund der Veränderung des Tourismus wird ein tolles Wellnessprogramm angeboten und somit kommt der Gast immer später zum Abendtisch. Wenn er bis 23 Uhr arbeitet und er kommt dann am nächsten Tag um 7 Uhr bzw. um 8 Uhr in Dienst, bietet er die Nachtruhe nicht ein. Und das ist unser großes Problem, was wir mit der Gewerkschaft jetzt zum Lösen haben. Es ist nicht einmal möglich, dass man Lehrlinge berufsbezogen ausbildet. Die dürfen am Wochenende nicht arbeiten, selbst wenn die Eltern, der Lehrling und die Firma einverstanden sind, dass die Freizeit und die Ruhezeiten während der Woche gemacht werden. Selbstverständlich könnte man damit mehr Jobs schaffen. Kurzzeitmodelle sind heute notwendig. Andere sagen, das sind keine guten Modelle. Ich behaupte, das gibt vielen die Möglichkeit, eben neben Familie, aber auch wenn jemand schon ein älteres Semester ist, nebenbei noch eine vernünftige Arbeitsstelle zu suchen. Für den Unternehmer ist es ideal, weil diese Kurzarbeitskräfte natürlich auch dementsprechend flexibel eingesetzt werden können. Am Ende des Tages sollte ein flexibler Arbeits- und Freizeitrhythmus möglich sein. Vorbei sind dann die Zeiten, in denen ein starres Reglement den Arbeitstag belastet.